Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Cristiano Ronaldo war im Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt. Urheberrecht Getty Images. Nike macht sich Sorgen wegen den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Cristiano Ronaldo. Der persönliche Sponsor des Juve-Stars wolle die Situation genau beobachten. Cristiano Ronaldos Sponsor Nike hat sich kritisch zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den früheren Weltfußballer geäußert. Wir sind tief besorgt über die wollen ruhig enden Vorwürfe und werden die Situation weiterhin genau beobachten, sagte ein Nike-Sprecher der französischen Nachrichtenagentur AFP. 2016 hatte Ronaldo einen lebenslangen Millionenvertrag bei dem US-Sportartikel Riesen unterschrieben. Zuvor war Ronaldos Club Juventus Turin seinem Superstar zur Seite gesprungen. Die Anschuldigungen würden die Meinung nicht ändern, die Juve über den Star-Neuzugang habe, teilte der Club mit. Ronaldo wurde außerdem nicht vom portugiesischen Verband zu den anstehenden Länderspielen nominiert, konkrete Gründe wurden nicht genannt. Ronaldo weist Vorwürfe zurück. Seit vergangenem Freitag sieht sich Ronaldo schweren Vorwürfen ausgesetzt. Die US-Amerikanerin Katrin Mayorga beschuldigte Ronaldo im Spiegel, sie im Jahr 2009 in einem Hotelzimmer in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Das Nachrichtenmagazin berichtete außerdem, dass der Anwalt der US-Amerikanerin Katrin Mayorga im Bundesstaat Nevada eine Zivilklage gegen Ronaldo einreichen wolle. Es geht darum, eine zuvor zwischen den beiden vereinbarte Verschwiegenheitsklausel für nichtig zu erklären. Ronaldo hatte die Anschuldigung öffentlich zurückgewiesen. Ich bestreite die Vorwürfe, die gegen mich erhoben wurden, schrieb Ronaldo auf seinem offiziellen Twitter-Account. Vergewaltigung ist ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, das gegen alles geht, was ich bin und woran ich glaube, Ronaldos Anwalt hatte auf Sport1 Nachfrage erklärt. Juristisch gegen die Berichterstattung des Nachrichtenmagazins vorgehen zu wollen, lesen Sie auch. Cristiano Ronaldo pausiert für Portugal. Ronaldo wehrt sich gegen Vorwürfe von Sportinformationsdienst Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.